Meine lieben Geschwister, wenn jemand Mängel hat, wie soll er die Dinge richtig machen? Wie soll die Heirat geschehen? Sie muss einfach sein. Wir dürfen nicht mit den Nachbarn um die Wette laufen. Nein, die Familie hat 2000 Hochzeitsgäste, wir wollen 3000 Gäste. Die Familie macht diese Geschenke, wir wollen jene Geschenke machen. Nein, wir machen es uns zu schwer. In solch einer Ehe wird es keine Baraka, Segen geben. Du kannst so viele Leute einladen, wie du willst, aber mach keine große Show daraus. Halte es einfach, halte es getrennt. Sei dir bewusst, die Hochzeit hat eine religiöse Funktion und nicht eine soziale Funktion. Du musst verstehen, der Zweck ist etwas Heiliges. Darum behandle diese Thematik als etwas, wodurch du nur das Wohlgefallen Allahs erlangst. Dann wirst du verstehen. Heutzutage sehen wir Leute feiern, gemischt zu Musik tanzen. Die Braut, auch wenn sie sehr religiös ist, am Tag ihrer Hochzeit ist ihr Haar sichtbar. Das Dekolleté ist sichtbar und sie sitzt vor allen Männern. Der Bräutigam kommt herein. Auch er scheint gläubig zu sein, aber er ist unangemessen gekleidet. Jeder schießt Fotos und gratuliert dem Brautpaar. Und die Jungs und Mädchen sind alle durchmischt. Es kam vor, dass ein Mann eine Frau auf seiner eigenen Hochzeit sah. Er fand sie anziehender als seine eigene Frau, ließ sich scheiden und heiratete diese andere Frau. Das ist eine wahre Begebenheit. Ist das zu fassen? Warum? Weil wir die Dinge nicht richtig angehen. Einige sagen, oh Mann, diese Leute sind wie Mullahs aus Afghanistan. Astaghfirullah. Wallahi, es ist eine Regel des Glaubens. Wenn dir jemand sagt, bete deine Gebete, macht das ihn zu einem bösen Menschen? Wenn dir jemand sagt, es ist eine religiöse Funktion, die spirituell ist. Wenn man mit einem Rabbi spricht, wird man feststellen, dass viele ihrer Vorschriften den islamischen sehr ähnlich sind. In vielen Dingen sind sie viel stärker als wir. Und das macht sie zu guten Juden. Subhanallah. Aber ihre Anhänger werden nicht behaupten, oh Mann, das sind barbarische Glaubensvorschriften. Aber wir behaupten manchmal solche Dinge über unseren Dien. Warum geschieht das? Lasst uns nicht im westlichen Kessel dahinschmelzen. Im Kessel des Shaitan und im Kessel der Anbetung unserer Begierden. Das darf uns nicht geschehen. Im Ernst, wir haben eine Hochzeit, die ganz einfach ist. Du begehrst den Segen Allahs. Du kannst irgendwelche Schwierigkeiten haben. Es gibt keine einzige Hochzeit, die problemlos über die Bühne geht. Es gibt immer irgendwelche Streitpunkte. Kleinere oder auch größere. Aber wenn du eine angemessene Hochzeit abhältst, sollst du wissen, dass Allah dich dabei unterstützen wird. Dich und die Leute, die darin involviert sind. Das ist das Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala. Nun, wenn wir eine Hochzeit hatten, die komplett falsch aufgezogen wurde, extravagant und falsch, dann müssen wir Tauba machen. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten, damit wir der Bestrafung für diese Untaten entgehen. Wallahi, das ist die Wahrheit. Wenn wir Hochzeiten betrachten, bei denen die Leute die Gesetze Allahs missachtet haben, während dieser wenigen Stunden der Feier haben sie Allahs Vorschriften über Bord geworfen, dann bezahlen sie dafür in ihrem Leben, vorausgesetzt, dass sie keine Tauba gemacht haben. Sehen wir genauer hin. Einige von uns haben bereits geheiratet und einige von uns haben es auf die falsche Art getan. Wie können wir es wieder gut machen? Allah sagt, indem wir bereuen. Sagt, ja Allah, wir haben es getan und es war falsch. Ja Allah, verzeihe uns. Verzeih uns, was wir getan haben, was nicht richtig war. Meine lieben Geschwister, es ist eine religiöse Funktion. Macht es richtig. Ich rufe euch dazu auf, eure Heirat richtig durchzuführen. Ohne Rücksicht auf die Herausforderungen. Auch wenn die Leute sagen, wenn Männer und Frauen getrennt sind, werde ich nicht erscheinen. Nun gut, mein Bruder. Ich habe dich eingeladen. Wenn du kommen willst, willkommen. Wenn du nicht kommen willst, musst du nicht kommen. Aber ich möchte, dass die Engel der Gnade kommen. Und wenn ich eine gemischte Hochzeit mache, damit du kommst, werden die Engel nicht kommen. Und wenn ich die Engel dabei haben möchte, wirst du nicht dabei sein. Ich ziehe die Engel vor. Allahu Akbar. Es gab Hochzeiten, wo auf der Einladung ein Dresscode war. Gut so. Darauf stand, das ist eine Funktion des Islam und sie hat spirituellen Charakter.
Bitte gehe sicher, dass ihr angemessen gekleidet seid. Allahu Akbar.